Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banuki mit Nightshift, heute wieder mit Till, Christian und Sashi und nach dem Intro geht's so richtig, richtig, richtig los. Ja, wir heute hier bei Schoki Banuki, das Wahnsinns fette Bräute. Ich stelle euch die erste Frage. Was versteht man unter einem Stuhlurteil? Stuhlurteil? Stuhlurteil. Also, also klar. Also wenn der Arzt draufschaut und sagt, Blut im Stuhl, Urteil negativ. Konnte nur negativ ausfallen. Ja? Ja, also es ist eine medizinische Sache auf jeden Fall. Also auf jeden Fall gar nicht. Das ist, wenn der Richter von seinem Urteil so überzeugt ist, also der weiß, dass die Verhandlung ist zu Ende und alle haben gesprochen und gemacht und getan und er weiß direkt schon, das Urteil, der steht nicht mal auf, um sich zurückzuziehen für sein Urteil, sondern der bleibt gleich hocken und sagt so, ey, das ist so klar, ich stehe nicht mal auf, das ist mein Stuhlurteil. Lass so gehen. Das gibt's doch gar nicht! Ah! Ja! So scheiße! Die offizielle Begründung ist aber, wenn ein Richter am Tag des Haupttermins noch in derselben Verhandlung das Urteil verkündet, spricht man von einem Stuhlurteil, weil er mit seinem Urteil so gefestigt ist und sagt, hier ist es. Doch scheiße, du hast in diese scheiße Karte reingeguckt. Ehrlich, das geht mir. Okay, dann machen wir noch eins. Dann machen wir noch eins, wenn der Till den Sascha so dermaßen abgezockt hat. Hier, ja? Ja? Okay, das ist. Was unternahm Heinrich der VIII., um seine Frau Katharina von Aragon loszuwerden? Von Aragon. Der hat den Drachen besorgt und dann war sie weg. Aragon, verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Scheiße, ich habe die ganze Serie geguckt. Das hat doch mit der Serie nichts zu tun. Ja, das ist doch Realität gewesen angeblich. Ja, aber da gibt es eine Serie zu. Ja, mit dem Drachen, das war ja eben nur ein Witz. Denk doch mal mit dem Kopf ein einziges Mal. Du hast eine andere Serie geguckt. Du darfst doch nicht Herr der Ringe gucken. Aragon. Was hat er denn nochmal mit der gemacht? Was hat er unter... Ah ja, er hat ihr... Ah, ja. Er hat ihr, Untreue vorgeworfen. Ich glaube, mit dem eigenen Bruder oder so. Und das war so kurios, dass er das wieder auf dem Zettel hat, oder was? Denk doch einmal mit dem Hirn, so. Er hat einfach gesagt, so wie die aussieht, das ist hässlich. Ja, die war eigentlich so ganz, ganz nett, so, irgendwie. Früher war es ja... Die war nicht nett. Früher war es ja gang und gäbe, dass die Frauen alle so waren. So wie Christian heute, ne? So. Ja, so schon mal keine Punkte. So. Sascha, rund. Wenn man die so gedreht hat, dann waren die von allen Seiten gleich rund. Ja? Aber weißt du, warum das so war? Ist doch egal. Nein, die hatten früher, wenn die diese Porträts gemalt haben und so, die hatten nur quadratische Rahmen. Und damit es besser ausgefüllt ist, mussten die alle ein bisschen... Warum waren die nicht gleich quadratisch? Hast du schon mal ein Quadrat? Ey! Ja, Und da sind die auch quadratisch. Nochmal bitte, Entschuldigung, was? Die Frau von Heinrich VIII, die wollte er loswerden. Was hat er gemacht? Ja, er hat sie den Krokodilen vorgeworfen. Er hat sie zu vogelfrei erklärt. Er hat sie. War was dabei? Gar nichts. Nee. Also Er hat sie nicht getötet. Er hat sie nicht getötet, genau. Weil er hat gesagt, pass mal auf, hol mir mal ein paar Zigaretten. Dann ist sie losgegangen und hat nach einem Zigarettenautomat gesucht. Hat damals natürlich keinen gefunden. Ja, dabei gab, ist sie gab ja auch noch jämmerlich verendet. Also sie musste, er hat sie losgeschickt, irgendwas zu holen, ja, was schwierig war. Mhm. Und dabei ist Bananen. Sie, Bananen, genau. Und dabei ist sie verendet. Nee. Okay, dann hat er gesagt, pass mal auf. Kriegst du ein super Weihnachtsgeschenk? Ja? Ich schenke dir zu Weihnachten... Ein Pony. Pony. Ach nee, ja, der hat... Parfümiertes Pony. Richtig geil, ne? Ja, der wollte ich bin noch nicht fertig. Ich bin der Meinung schon. Ihr seid also Moment. Okay. Ich möchte jetzt auch nochmal. Und zwar war es nicht irgendwie so, dass ihn der Papst nicht scheiden lassen wollte und dann hat er quasi die eigene Kirche gegründet, damit sie scheiden lassen konnte? Nein. Und sie war... Richtige Antwort. Ja! Richtige Antwort. Sag mal, einer Fernsehen lohnt sich nicht. Richtige Antwort. Heinrich der VIII. wollte sich scheiden lassen von seiner Frau. Jetzt habe ich ja mitgekriegt. Der damalige Papst hat das, gab es das nicht in der katholischen Kirche. Also hat er die
anglikanische Kirche gegründet und hat zum Oberhaupt dieser Kirche den König bestellt, der er gerade selbst ist, und konnte sich so von seiner Frau scheiden lassen. Ist doch schon clever, ne? Ja, ne? Er hat gesagt, ja, Chef bin ich. Pech. Wir machen es jetzt so, wie ich sag. Genau. Ja. Ja. Wo, weißt du das? Ich hab die Serie geguckt. Und dann lässt du mich so lange in Arbeit, oder was? Da könnte ich ja wahnsinnig werden. Ich muss auch überlegen. Also ich würde sagen, der Till hatte ich heute zweimal. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Das hat keinen Sinn. Das hat einfach keinen Sinn. Ich sag, das war Schoki Banoki, das wahnsinnsfette Bräute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Cheerio, Miss Sophie. Tschö. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.